Hallo zusammen. Also, handelt es sich um Vorsagratiker? Weil es von Milet ein von den bedeutendsten Vorsagratikern und weil er soll die Sonnenfinsternis vom 28 Mai 585 vor Christi Geburt vorausgesagt haben. Platon berichtet, dass Thales, als er in astronomische Überlegungen versunken gewesen war und dabei nach oben geblickt habe, in eine Zisterne gefallen sei. Eine Magd habe zum Spott gesagt, dass er sich zwar darum bemühe, die Dinge des Himmels zu erfinden oder zu betrachten, ja, aber das von den Füßen liegende bemerke er nicht. Also, verließ wahrscheinlich um 624 vor Christi Geburt geboren wurde und zwischen 548 oder 44 gestorben. Er war ein vorsokratischer Naturphilosoph und Geometer, Astronom des archaischen Griechenlandes. So kann man sagen, dass der Bereich seiner wissenschaftlichen Interesse kolossal und riesig war. Obwohl sich die Frage lässt, hat Thales irgendwelche Schriften hinterlassen? Wahrscheinlich absolut nichts. Gehört er zu einem der sieben Weisen und er galt als Begründer der griechischen Philosophie und Wissenschaft überhaupt. Einige Denker, zum Beispiel Simplicius, ich weiß nicht genau, wie man auf Deutsch das aussprechen soll. Simplicius, oder der Gen Laertius zählen zu seinen Werken, Entschuldigung, oder beziehen zwei Schriften über die Sonnenwende und über die Tag- und Nachtgleiche. Oder Äquinoctium. Dennoch war der Umfang seiner Interesse, wie ich schon gesagt hatte, riesig und enorm. Und hat er viele Lehrlinge, zum Beispiel, zum größten Teil waren seine Lehrlinge Geometrien, zum Beispiel Mamertius, Hippias von Elias oder Pythagoras, Anaxagoras, Euklid, Eudemus und der letzte war ein Freund von Aristoteles. Man kann vermuten oder annehmen, dass die Werke von Thales seinen Schülern bekannt waren. Insgesamt war Umfang der geleisteten Arbeit sehr breit und umfassend.